schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Tag. Mein Name ist Elke Nemitz. Ich möchte das hinterlegte Ticket abholen. Nemitz, ein Ticket nach Manila. Sie dann hier unterschreiben. Ja. Danke. Sind Sie verwandt mit unserem Kapitän Viktor Nemitz? Ja, seine Frau. Ich besuche meinen Mann auf der Asienrundreise. Oh, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön. Sagen Sie, dieser kleine Grauhaarige da, der Arnold Schwarzenegger, ist der verwandt mit dem Filmstar-Namen, mit dem Muskelmann? Nee, ist er nicht. Der schreibt sich mit CK und ist Direktor in einer botanischen Anstalt. Die Frau vis-à-vis? Ja, die kennen sich irgendwoher. Wahrscheinlich hat sie es auf ihn abgesehen, aber er will irgendwie nicht. Fräulein. Ich glaube, der will was von uns. Sabine, gehen Sie doch mal auf 10 ab. Ich mach das schon. Entschuldigen Sie, aber da oben in der Gepäckablage, da klopft es dauernd. Ja, da klopft es andauernd. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hören Sie es? Hören Sie es? Ja, man hört es ganz deutlich. Der Deckel klemmt. Ja. Ach, reden Sie doch nicht dauernd das nach, was ich sage. Entschuldigung. Oh ja. Wo kommt der denn her? Das gibt. Also, ein blinder Pass. Das gibt's ja nicht. Ich hab's Ihnen gesagt. Sind Sie, ich hab's Ihnen gesagt, es hat geklopft. Hm. Ich auch. So, und wie ist denn der da reingekommen? Ist doch Du bist ja mit der Putzkolonne ins Flugzeug geflogen. Was willst du denn hier? What's your name? Kann ich Ihnen helfen? Ich spreche Thailändisch. Wir verlassen 370 und sinken auf 220. Meine Damen und Herren, hier spricht noch einmal Ihr Kapitän Viktor Nemitz. Wir haben nun unseren Sinkflug auf Manila begonnen und werden in 30 Minuten landen. Das Wetter in Manila ist gut. Entschuldigung. Ich mache gerade eine Ansage. Wir haben einen blinden Passagier an Bord. Er heißt Rai und ist aus einem Waisenhaus in Bangkok davongelaufen. Mit der Putzkolonne ins Flugzeug gekommen. Er hat sich oben im Gepäckfach versteckt, was er von innen mit einem Stück Holz verklemmt hatte. Normalerweise werfen wir blinde Passagiere sofort über Bord. Aber heute wollen wir mal eine kleine Ausnahme machen. Er kann hier bleiben und bei der Landung zu sehen. Hm? Er hat doch bestimmt Hunger. Dann geben Sie ihm etwas zu essen. Wir sehen uns später. Ja, was machen wir mit dem Jungen? Den Behörden übergeben, was sonst? Mal sehen. Der Junge muss doch irgendwo sein. Armin wollte sich um ihn kümmern. Was heißt kümmern? Ich war bei den Behörden abgeben, oder? Ach, alles natürlich, alles in Ordnung. Sag mal, hast du Armin gesehen? Ja, der ist da drüben. Der ist mit dem Buben bei Customs Assistance. Bis später. Sehr dank. I'm sorry, sir. This is not possible. Absolutely. Armin, was ist los? Tja, auf die Philippinen lassen Sie ihn nicht einreisen. Er hat ja keine Papiere. Er soll zurückgebracht werden nach Thailand. Bloß weiß keiner, welche Fluglinie das übernehmen und wer das bezahlen soll. Dann bleibt er erstmal bei uns, vorläufig. Wir organisieren den Rückflug. Nur, der Junge will gar nicht zurück nach Thailand. Er hat keine Eltern, keine Verwandten. Und die Zustände in dem Heim, wo er lebt, sind katastrophal. 30 Kinder in einem Zimmer. Woher wissen Sie das alles? Der Thai-Passagier hat mich gesprochen. Ja, wenn das so ist, wenn er nicht mehr zurück will. Dann muss also eine andere Lösung gefunden werden. Ich kenne da jemanden vom Zoll. Mal sehen, ob wir ihn wenigstens ins Land reinkriegen. Komm. Manila,
Die Hauptstadt der Philippinen liegt auf der Insel Luzon, an einer ausgedehnten Bucht, die den bedeutendsten Seehafen des Landes bildet. Die Stadt hat 10 Millionen Einwohner. Sie ist ein internationaler Verkehrsknotenpunkt, aber auch der kulturelle und politische, wirtschaftliche Mittelpunkt des Landes. Bereits im 16. Jahrhundert wurden die Philippinen von europäischen Seefahrern entdeckt. Der Führer einer spanischen Expedition nannte die Inseln zu Ehren des Prinzen Philipp von Asturien, des späteren König Philipp II., Filipinas. Die Nationalsprache ist Filipino, aber es gibt 80 bis 90 verschiedene Dialekte und daher ist das Englische zur Umgangssprache geworden. Wir befinden uns hier im Rizal Park. Hier sehen Sie das Monument des Nationalhelden José Rizal, eine Symbolfigur des philippinischen Freiheitskampfes. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen, wir fahren jetzt die Uferpromenade entlang. Die längste Palmenallee der Welt. Das Land ist sehr fruchtbar und reich an Bodenschätzen. Die Hochseefischerei ist ein wichtiger Erwerbszweig. Aber das Meer und sein Fischreichtum bietet auch vielen kleinen Familien eine Überlebenschance. Viele der Fischer leben in diesen Pfahlbauten. Der Hafen von Manila ist ein wichtiger Umschlagplatz für Zucker, Kokosöl und Holzprodukte. Auch die großen Kreuzfahrtschiffe legen hier an. So, bitteschön. Herr Professor, beeindruckt mich. Ja, ja. Oh, sind Sie mal hier. Sind Sie mal, ist das nicht wunderbar? Convularia Majalis. Eine Orchidee? Ja. Eine herrliche Züchtung. Die ist uns in unserem Labor in Deutschland auch gelungen. Leider waren die Pflanzen in freier Natur nicht lebensfähig. Also an uns lag es bestimmt nicht. Der Direktor hat ja keine Ahnung. In meinem botanischen Garten wird mit äußerster Sorgfalt vorgegangen bei der Anpflanzung neuer Züchtungen. Der Virusbefall muss schon in Ihrem Labor stattgefunden haben. Hören Sie mal. Und nicht bei uns. Ja, das behauptet ja auch keiner. Ach, Sie haben beruflich miteinander zu tun? Ja. Wir arbeiten eng zusammen, mein wissenschaftliches Institut und der Botanische Garten. Mehr oder weniger eng. Ach, gleiche Interessen, jetzt verstehe ich auch, warum Sie gemeinsam reisen. Also ich für meine Person, ich habe die Reise für mich alleine gemacht. Ach so, dann ist es also eher Zufall, dass Sie hier zusammen... Ja, schauen Sie mal, Lilium candidum, Madonna-Lilie für die Lichtplatone. Virginis Philippinis cara. Wie bitte? Philippinische Jungfrau? Welche Blume ist das? Ach, da. Merkwürdig, die Frauen scheinen zu merken, dass ich Witwer bin und auf der Suche nach... Guck sie mal, sie winkt. Und jetzt winkt sie zurück. Arnold Schwarzenegger, guten Tag. I'm Carmen. Ah, Carmen, ein wunderschöner Name. Sind Sie alleine hier? I come to walk, spazieren. Ah, darf ich mich anschließen? Ich bin nämlich auch allein. Und ich liebe Blumen. Ihr Duft betört mich. Genauso wie Sie es tun. You German? Ja. Ja, ich Deutsch, ich German. Das würde ich mir jetzt an Ihrer Stelle nicht gefallen lassen. Herr Schwarzenegger kann tun und lassen, was er will. Ich bin ja schließlich nicht mit Ihnen liiert. Weder befreundet, noch sonst etwas. Aber Sie mögen ihn. So ein bisschen. Sie sind für mich wie eine märchenhafte Orchidee, die an Schönheit alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Es macht nichts, wenn Sie nicht alles verstehen, was ich sage. Lassen wir unsere Herzen sprechen. Ich fühle, wie Sie bereits Kontakt miteinander aufgenommen haben. Sie auch. We walk, spazieren. Ja, we walk, spazieren. Also, da siehst du. Die thailändische Botschaft lässt ihn nicht im Stich. Nachforschen. Wie wollen die denn rauskriegen, woher er kommt, wenn er, wie er sagt, keine Eltern mehr hat? Wenn sie nichts herausbekommen, kann er hierbleiben. Und das ist wichtig. Wir müssen einen Pflegeplatz für ihn finden. Oder Adoptiveltern. Sonst landet er nachher wieder in einem Heim. Wir werden eine Familie für ihn suchen. Vielleicht mit netten Geschwistern. Ist das was? Einverstanden? Vielleicht nimmst du ihn ja.
Meine Frau hat von Familie die Nase voll, wie du weißt. Na gut, vergiss es. Ich würde sagen, wir drei gehen jetzt erstmal ein Eis essen und tun so, als wären wir eine Familie, hm? Tja, also eigentlich wollte ich ja nicht den ganzen Tag, aber es war wunderbar. Schönste Blume von Manila. Du mitkommen? Mitkommen, wohin? Liebe machen. Liebe machen? So schnell, ja. Vielleicht, ja, perhaps, ja. Komm. Ja, ja, aber wenn ich mitgehe, muss ich vorher im Hotel anrufen. Ganze Nacht. Ganze Nacht? Der Junge war hundemüde. Er ist gleich eingeschlafen. Kein Wunder. Es war ja auch ein anstrengender Tag für ihn. Manchmal habe ich wirklich für einen Augenblick lang geglaubt, wir sind eine Familie. Du, der Junge, ich. Nur für einen Augenblick? Weißt du, manchmal denke ich, man müsste die Zeit zurückdrehen können. Und noch einmal ganz von vorn anfangen. Der Augenblick, in dem man alles vergisst. Und ohne an die Konsequenzen zu denken, sich einfach seinen Gefühlen ausliefert. Man sollte einen solchen Augenblick genießen, wenn er schon da ist. Ohne Konsequenzen. Hier wohnst du also? Da, weil ich schon. Schön hast du es hier. Aber du wohnst nicht hier. So, heute Nachmittag, als ich dich kennenlernte, da warst du eine herrliche Blume, voll von betörendem Duft. Und jetzt? During the day, I walk in the park. Nothing's happened. At night, I walk. I must earn money for the family. You understand? Ah, ja. You're very nice. We'll be able to stay here the full night. Nice night with Carmen. $100? Nein, das geht nicht. Der Liebe, das kann man nicht kaufen. Aber trotzdem, du hast mich einen Traum leben lassen. In ein paar Stunden einen wunderschönen Traum. $100. Danke dir. Crazy. Welches Zimmer hat man? Danke, danke, danke.
ist eine Überraschung. Was führt Sie denn hierher? Herr Erhard, wie gut, dass ich Sie treffe. Ist mein Mann hier? Nein, der macht einen Tagesausflug zu diesen Paksanjan-Wasserfällen. Ah, wie schade. Ich wollte ihn überraschen. Ach so. Ist aber eine tolle Überraschung, wirklich. Also, wenn Sie wollen, können Sie ihm nachfahren. Ihr Mann wird sich bestimmt riesig freuen. Ach, meinen Sie? Ja, bestimmt. Wenn Sie wollen, dann besorge ich Ihnen einen Wagen, ja? Die Reisterrassen wurden hier bereits vor 3 bis 4 Jahrtausenden angelegt. Der Erhalt der Reisfelder ist schwerste Arbeit. Denn oft vernichten in Minuten Regenfälle, starke Stürme oder Erdbeben, was der Mensch in Jahrhunderten mühsam angebaut hat. Herabgespülter Mutterboden muss dann mühsam aus dem Tal wieder in die Höhe geschleppt werden. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem versorgt all diese Terrassen gleichmäßig mit Wasser. Wunderschön, nicht wahr? Schade, dass wir den Jungen nicht mitgenommen haben. Die Tour zu den Wasserfällen wäre für ihn zu anstrengend. Verena und Silvia wollten mit ihm in ein philippinisches Dorf fahren. Ich denke, das wird ihm mehr Spaß machen. Bestimmt. Das philippinische Dorf zeigt Nachbildungen philippinischer Landschaften und Siedlungen aus allen Teilen der Inselwelt. Wir haben hier einen guten Überblick über die Vielfalt der Kulturen des Landes. Hier sehen wir jetzt die Reisterrassen. Der Reis wird im Januar gepflanzt, im Juni beginnt die Ernte und im Juli gibt es wie bei uns ein Erntedankfest. You want some? Die bedeutendsten Reisterrassen, auch das achte Weltwunder genannt, liegen nördlich von Manila. Sie wurden vor 2.000 bis 3.000 Jahren angelegt. Hoch. Na, hoffentlich kommen wir gut über die Stromschnellen. Keine Angst, ich bin ja bei dir. So, die nächste. Hallo, Herr Jungs. Frau Nemitz. Das gibt's doch gar nicht. Was machen Sie denn hier? Ich wollte meinen Mann überraschen. Ah. Kann ich bei Ihnen mitfahren? Ja, gern, bitte. Ja, das ist ja ein Ding. Ihr Mann wird sich wundern. Ich meine, er wird sich freuen. Sind Sie sicher, dass er da oben ist? Ja, ja, er ist mit der ersten Gruppe gefahren. Wir treffen ihn entweder oben am Wasserfall oder er kommt uns entgegen. Ich bin auf sein Gesicht gespannt, wenn er mich sieht. Ja, ich auch. Hinterher.
Doktor! Okay. Ich muss mich um Sabine kümmern. Oh, das kann der Victor machen. Warum hast du nichts gesagt? Du hättest mir anrufen können. Ich wollte dich überraschen. Kann ich Ihr Boot haben? Natürlich. Es ist dir auch gelungen. Ja, ja. Das kann man wohl sagen. Go on, please. Das ist eine Kollegin. Sie ist in Wasser gefallen. Ich sprang ihr nach. Was ist schon dabei? Darf man dabei nicht lachen oder was? Warum bist du dann gekommen? Ich wollte etwas mit dir besprechen, aber es hat sich erübrigt. Ich weiß jetzt, warum du den Beruf deiner Familie vorziehst. Tut mir leid, Sam. Ich wollte euch warnen, aber sie war plötzlich da. Lass uns vernünftig reden. Was soll denn ein Mann tun, dem seine Frau mit der Scheidung droht und er wochenlang alleine um die Welt reist? Deine Stewardess angeln, ist doch klar. Ich weiß nicht, wie oft du mich schon betrogen hast. Wenn ich dir die Wahrheit sage, glaubst du mir sowieso nicht. Schließlich warst du es, die anfing mit dem ewigen Gerede von der Scheidung. Victor, ich brauche einen Mann, der ab und zu Hause ist, mit dem ich reden kann, wenn ich Probleme habe. Du wusstest doch, dass ich Pilot bin. Ja, schöne, heile Welt. Sandstrand, Palmen und in jedem Hafen eine Braut. Du weißt genau, dass es nicht so ist. Das habe ich eben gesehen. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass du Großvater wirst. Was? Ja, deine Tochter ist schwanger. Mit 17. Wer ist der Vater? Ein 20 Jahre älterer Mann. Was? Schrei nicht so. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist doch unvernünftig. Das musst gerade du sagen. Sie sprechen von Abtreibung. Schwarzenegger, setzen Sie sich doch. Nein, nein, setzen Sie lieber da drüben in den Schatten. Bei uns im Hotel gibt es einen guten Friseur und eine nette kleine Boutique. Ich finde, wir beide sollten da mal hin. Ach, wissen Sie, ich lege nicht so viel Wert auf Äußerlichkeit. Aber ich glaube, der Herr Schwarzenegger mag es gern etwas bunter. Ich bin doch keine Blume, die einen Schmetterling anlocken will. Wer weiß, vielleicht doch. Du kannst dein Zimmer räumen und alles zu mir bringen. Zimmer 713. Welches Zimmer hast du? 713. Hm. Wir sind verheiratet. Ja, entschuldige. I'm sorry, the key's not here. Was ich fragen wollte, was hat denn der Mann überhaupt für einen Beruf? Pilot. Pilot, auch das noch. Co-Pilot in deiner Firma Glückliche Reise. Du kennst ihn. Was? Ja. Rolf? Ja, bitte? Um Himmels Willen, warum nein, haben Sie... Nein, 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 es ist nicht Herr Erhard. Matthias Böhme heißt er. Matthias Böhme ist ein Kollege von mir. Was ist mit ihm? Ach nein, nichts. Alles in Ordnung. Lassen Sie sich nicht stören. Nicht wahr sein. Jetzt reicht's. Halt, warte. Sieh doch mal. Ein Kind? Ein blinder Passagier. Er hat
er ihn ganz vergessen. Der Junge hat niemanden. Keine Eltern, keine Großeltern, keine Verwandten. Und unser Kind? Ich meine das Kind unserer Tochter. Das all das haben könnte, was ihm fehlt. Das soll nicht auf die Welt kommen. Das ist doch verrückt. Und wenn? Susanne ist noch in der Ausbildung und der Vater ständig auf Reisen. Ich kann doch das Kind nicht großziehen. Soll ich meinen Beruf aufgeben? Deswegen? Nein, natürlich nicht. Susanne wird sich schließlich selbst um ihr Kind kümmern müssen. Du kannst helfen. Unser Sohn ist auch noch da. Unser Sohn ist erwachsen und geht eigene Wege, das weißt du. Es braucht nicht die ganze Familie, um das Kind herumzustehen. Ich glaube, da übertreibst du ein bisschen. Was wirst du jetzt mit ihm machen? Wenn ich hier in Manila keinen Platz für ihn finde, nehme ich ihn im Flugzeug mit. Zu unserer nächsten Station auf Insel Cebu. Nimmst du mich auch mit? Wenn du mir keine Vorwürfe mehr machst. Vielleicht sollten wir es noch mal versuchen und die Scheidung vergessen. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Weißt du, wenn man die ganzen Monate versucht hat, damit fertig zu werden, ich kann nicht so einfach umschwenken und sagen, es ist wieder alles okay. Ich verstehe das. Cebu liegt etwa 550 Kilometer südlich von Manila im Herzen der philippinischen Inselwelt. Wir werden nicht nur an den herrlichen Stränden baden, sondern wir zeigen Ihnen auch die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Cebu City. Die Basilica Minore del Santo Niño, das Fort San Pedro, den Viktualienmarkt. Mit 1,5 Millionen Einwohnern ist Cebu City die zweitgrößte Stadt der Philippinen. Es gibt hier auf der Insel viele Orchideenzüchter, deren Schöpfungen man in ihren Privatgärten bewundern kann. Das Fort San Pedro stammt noch aus der spanischen Zeit. Es wurde 1738 vollendet. Da drüben ist der Blumenmarkt und hier sehen wir ein wichtiges historisches Wahrzeichen der Stadt. Das große Holzkreuz, das der Seefahrer Magellan am 14. April 1521 anlässlich der ersten großen Messe und Taufe von 800 Eingeborenen aufstellen ließ. Die Eingeborenen schrieben dem Kreuz eine gewisse Wunderwirkung zu und schnitten sich daher immer wieder kleine Holzstücke heraus. Daher wurde zum Schutz des Kreuzes dieses Gebäude errichtet. Wir gehen ins Tor. Orchids! Orchids for the ladies! Orchids for the ladies! Orchids, sir! Das schöne Orchideen. Das ist, oh, wunderschön. Wunderschön. Aber wenn Sie lächeln, dann ist das, als wenn die bezauberndste aller Orchideen ihre Blüte öffnet, frisch und frei wie der Morgentau. Aber sie sind die schönste aller Orchideen. Schwarzenegger scheint schon wieder eine Bekanntschaft gemacht zu haben. I have garden. Orchids garden. Do you like to see it? Ja, natürlich. Ich wollte Sie ohnehin fragen, ob ich Sie begleiten darf. Come with me. Ja, aber wir gehen nicht zu Fuß. Wir nehmen dieses Fahrzeug hier. Moment, ich helfe Ihnen. Danke. So, bitte einsteigen. Bitte schön. Also ich glaube, jetzt wird es wirklich langsam Zeit, dass Sie das hübsche Kleid mal anziehen, das wir gekauft haben. Hm? Meinen Sie? Ja. With much love, orchids. Ach du lieber Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Meine liebe Blume der Liebe, meine liebe Orchidea Dulcinea. My name's Susie. Ja, das ist nett, das ist sehr nett. Susie, aber ich nicht suchen Liebe für hier. Ich suche Liebe für hier. Oh yes, very good. I understand. I also have much love here. Now, I will show you my family. Mama! Papa, dali! May papakilala ko sa inyo! Dong, dali! Halika yung may papakilala!
Grandpa. This is my friend from Europe. This is my grandfather. And this is my grandmother. And this is my father, my mother, my friend from Europe. And those are my brothers. Oh, das ist aber eine große Familie. Ja, this is my sister and my nephew. Hallo, nephew. Hallo. Come with me. Ja, aber vielleicht lasse ich die Jacke besser. Hier, so. Warte, ich muss mal gehen. Come with me. Du meine Güte. Das ist ja ein Orchideenmeer. Flowers for love. Flowers for love we make. We have much love for orchids. Das ist so was Schönes. So was Schönes habe ich ja in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Guten Tag. Guten Tag. Also ich bin ganz sprachlos. Die möchten wir ja am liebsten alle mit nach Hause nehmen. Also jetzt verstehe ich. Ihr züchtet Orchideen? Yes, me and my family. Das ist einfach unglaublich. Sabine? Hast du irgendwo meine Frau gesehen? Ja, sie ist da runtergegangen. Sabine. Du brauchst nichts zu sagen. Vielleicht doch, weißt du, dass... Das mit dem zweiten Leben, die Zeit zurückzudrehen, ganz neu anfangen, das... Klappt nicht. Ich weiß. Die Konsequenzen, von denen du gesprochen hast, jetzt sind sie da. Es sind so viele Dinge passiert, zu Hause, die uns wieder verbinden. Meine Frau und mich. Das musst du verstehen. Ich komme schon zurecht. Aber wir bleiben die Alten. Euer zwei, wie geht's euch? Gut, nachdem wir den ersten Durst gestillt haben. Ich war im Fort San Pedro. Da gibt es so ein staatliches Informationsbüro. Habe erzählt, wie schwierig es war, in Manila eine Familie für den Jungen zu finden und dass wir kaum noch Zeit haben, was für ihn zu suchen. Da hatte der Beamte eine Idee, die mir sehr gefällt. Stell dir vor, wir haben hier auf Cebu ein SOS-Kinderdorf. Das wäre doch was für dich. Was sagst du dazu? Wir sollten es uns angucken. Mit drei. Die ganze Familie. Der Dorfleiter würde Rai gerne aufnehmen. In einer der Familien ist noch ein Platz frei. Du weißt ja, jeweils 10 Kinder wohnt in einem Haus bei einer Mutter. Alle gehen zur Schule und erhalten eine ordentliche Ausbildung. Und wer erledigt die Formalität? Der Dorfleiter. Er telefoniert gerade mit der thailändischen Botschaft in Manila. Die müssen wissen, was die Nachforschungen erbracht haben. Ich muss zurück und komme bald wieder. Hm? Du musst keine Angst haben. Hier gibt es viele nette Kinder. Und du bekommst sicher eine ganz liebe Mami. Komm, wir schauen uns hier um. Es gefällt dir sicher. Also so was Schönem bin ich ja noch nie begegnet. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Das sind ja wahre Meisterwerke.
wahre Meisterwerke der Orchideenzucht. Mensch, Susi. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur... aber das ist alles so wonderful hier. Schön, die Kinder spielen. Du kannst mit ihnen spielen. Geh hin. Ja, geh schon. Elke? Ja. Das ist der Dorfleiter, die Mutter, meine Frau. Die Nachforschungen hätten nichts erbracht. Der Junge ist ohne Verwandtschaft und völlig allein. Er sagt, Rai kann hier bleiben, wenn er will. Okay? Wenn er will. Nein, ich muss noch einen Bata, ne? Also, na, so, du hast ja Pflege, bist du gerne. Si Herbert at saka si Achilles. Er wird sich hier schon einleben. Was meinst du? Ich denke, wir lassen ihn heute mal hier und morgen sehen wir noch einmal nach ihm. Okay. All right? Sure, no problem. Wir sind glücklich, dass es dir hier gefällt. Malipayon kayo silanga ni Akademie. Und schreib uns bitte, damit wir wissen, wie es dir geht. Pagsuatsad nila para may baw silanga malipayon ka din eh. Ich habe dir etwas mitgebracht. Na sila'y gasa gida para nimo. Damit du mich nicht vergisst. Hm? Thank you.
Schwarzenegger soll sich in eine Einheimische verliebt haben. Ja, er hat die Frau fürs Leben gefunden. Er bleibt hier. Oh, wie schaut sie denn aus, die große Liebe? Eine Orchidee unter lauter Orchideen. Wie soll man das verstehen, bitte? Die Familie hat eine Orchideenform. Oh. Ja, da kann man ja nur gratulieren. Ein Botaniker im 7. Juli. So, ich glaube, wir haben's. Okay, bis später. Sie wollen zusammenbleiben und das Kind haben. Na also, später Heirat nicht ausgeschlossen. Es gibt Probleme, die lösen sich von allein. Und das sind dir die Liebsten, wie ich weiß. Ich freue mich trotzdem sehr, wenn du nach Hause kommst. Ich auch. Lass uns telefonieren. Und Sie wollten nicht mehr mit uns fliegen. Aber natürlich möchte ich mit Ihnen fliegen. Ich habe mich nur, guten Tag, ich habe mich nur ein bisschen verspätet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sitze ich eigentlich? 10A. 10A, wie immer, danke schön. Guten Tag, guten Tag. So, 10A. So, guten Tag, guten Tag, Schwarzenegger, sehr erfreut. 10A. Ilonka, Sie sind's. Das hätte ich jetzt ja fast nicht erkannt. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was erschrecken? Also, Ilonka, Sie sehen aus wie eine wunderschöne Orchidee. Ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, ob ich so einem Vergleich standhalten kann. Das haben Sie doch gar nicht nötig, Ilonka. Was halten Sie davon, wenn wir unseren Träumen freien Lauf lassen und gemeinsam abheben, ganz hoch hinauf, bis über die Wolken? Gern. Also, das wird sich sowieso nicht verhindern lassen. Wir starten nämlich gleich. Oh, dann müssen wir uns allerdings anschneiden.